Willkommen zurück zu Miitopia und zum Himmelsturm. Nein, ihr seid nicht im falschen Spiel, wir sind hier richtig. Ich glaube, niemand hat die Anspielung verstanden. Aber egal, ja, ich bin umgezogen und jetzt sind wir wieder da. Hat ein bisschen gedauert, ein klein bisschen länger, als ich erwartet habe. Ich hatte tatsächlich schon früher Internet, aber naja, ne. Roomtour kommt vielleicht noch irgendwann. Egal. Schauen wir mal, ob wir überhaupt in den Turm rein können. Was ist denn da davor? Das ist also der Himmelsturm. Der dunklere Fürst Iwata sollte da drin sein. Nur ein Problem. Das Tor ist abgeschlossen. Wie Öffnungen dann? Das kann doch nur eins bedeuten. Wir müssen wieder Juwelen sammeln. Hilft ja alles nichts. Also dann, Ärmel hochkrempeln und... Ja, los geht's. Hört euch ein bisschen in weit gereist um. Okay. Ja, muss das jetzt sein? Egal. Dann schauen wir uns halt in weit gereist ein wenig um. Oh, 4 Punkte. Character Creation jetzt oder wie? Was wird passieren? Ich bin nicht vorbereitet auf Character Creation. Nee? Okay. Keine Ahnung, wer du bist. Level 21. Katzen-Pikachu, ja? 20. Die Maus wird zur Katze, okay. Michael Jackson, 15. Oh, wieder so viele Quests. Soldo, Hilfe, okay. Professor Eich, der Bürgermeister? Und keine Ahnung, wer du bist. Okay, wer ist denn hier am wenigsten? Wir machen erstmal vom wenigsten aufs höchste. Du bist am wenigsten. Dann helfen wir Michael Jackson, der Wüstenpromi. Das ist vollkommen inakzeptabel. Endlich habe ich Urlaub und jetzt sorgt der dunklere Fürst für Unruhe. Ich habe immer noch Albträume wegen dem alten dunklen Fürsten. Oh, hallo. Hi, hast du zufällig irgendwo Augen- und nasenförmige Juwelen gesehen? Jetzt, wo du es erwähnst, da war doch was. Neulich fiel mir ein eher ungewöhnliches Juwel in die Hände. Es könnte ja genau das sein, was du suchst. Könnte sein, ja. Tut mir leid, ich habe es weggeworfen. Was? Wo denn? In Sorin, in der Wüste. Würdest du gerne hingehen? Okay. Gut, du weißt ja jetzt, wo du sie findest. Wenn du das Juwel findest, darfst du es gern behalten. Hihi. Wie viele Quests sind das hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waren das jetzt 6 Folgen lang Quests? Oh Gott, bitte nicht. Spiel, du musst auch mal enden, ja? Zumindest von der Story, ja. Okay, irgendwo hier nebenan soll es sein. Wahrscheinlich da in dieser Höhle, ne? Nein? Neue Höhle. Oh Gott, ey, das ist ein Silberploing. Jo, das ist ein Silberploing. Runter. Zack, hoch. Erstmal gegen den Silberploing kämpfen. Muss mich ja ein bisschen ins Spiel reinkommen, deshalb passt dieser Kampf tatsächlich ziemlich gut. Ein Raploing ist das sogar. Ja, also das war auf jeden Fall ein sehr spannender Kampf. Ich habe sehr viel dazu gelernt. Gut, hier, ganz am Ende. Eine komplett neue Höhle. Alles klar. Dann auf geht's. Hoffentlich gehen die ganzen Quests nicht so lange, dass ich hier alle, dass ich irgendwie mehrere in ein paar reinpacken kann. Mal schauen. Die sind alle so beknackt hier. Obwohl, ich glaube, Megablitz würde auch passen, oder? Die halten ja richtig viel aus. Wieso das denn? Sind das stärkere Versionen von den normalen Gegnern oder werden die Gegner allgemein einfach stärker, je nachdem, wie weit man im Spiel ist? Weil die waren niemals so stark. Darf ich kurz sagen, dass ich mein Outfit ziemlich cool finde für so Endgame? Das passt ziemlich gut zu Endgame, deshalb, I like it. Oh, Level 19 für Freddy. Nice. That is sehr nice. Die Geschichte gefällt mir. Ja, danke, Danny. Hab ich das selbst ausgedacht.
Bis auf den Punkt, dass ihr euch so oft erführen lassen habt. Naja, egal. Silberglyphe. Wie du aussiehst, mein Freund. Wie du aussiehst. Ich mit ja. Die leben. Die überleben immer noch. Ah, nice. Okay, da ist schon mal einer down. Gut gemacht, Freddy. Yay. Und noch einer down. Yay, gut gemacht, Maike. Und jetzt greife ich nochmal an mit Mega Feuer. Bam! Yeah, das wird sicher wehtun. Schön auf dem Popo. Das wird dunkel. Sind wir schon da? Oh, eine Kiste. Nehmen wir mit ein bisschen Pfeffer. Nee, nicht Pfeffer. Pepper. Keine Ahnung. Ich habe da jetzt nur irgendwas mit P gelesen, dachte Pepper. Keine Ahnung. Und yay, du warst krank? Cool, jetzt bist du es nicht mehr. Warte. Stimmt, Young Mike ist doch immer krank. Naja, egal. Oh. Wow. Yay. Jetzt kuscheln wir miteinander. Toll. Und bald schlafen wir in einem Bett. Also das meint jetzt aber nicht so. Yay. Besteste Freunde. Boah, haben wir ja noch nie gesehen bei einem Pferd. Ich level viel zu schnell. So, was wollt ihr haben? Leuchtende Pfanne. Schweres Kaliber. Giftige Probe. Tarnrüstung. Die kann ich sogar leisten. Komm, hol ich dir. Sieht die gut aus? In so einer hellen Farbe, so pink oder so. Nur Werte. Es sieht nicht besser aus. Warte, wie niedrig waren gerade unsere Werte? Habe ich das richtig gesehen? Oder was? Das sah gerade so aus, als wären meine Werte von 50 auf 80 gestiegen. Das kann ja nicht richtig sein. Warte, bin ich gerade wirklich auf Futtern gegangen? Na komm, dann futtern wir mal ein bisschen. Wir haben so viel Neues. Lass uns mal alles anschauen. Mysteriencrepe. Reich dekoriert mit Früchten aus Wat zum Geier. Leicht euphorisierend. Okay. Hamburger, Sternchen, obszön großer Burger mit geschmolzenem Käse garniert. Boah, diese Wörter hier. Nicht mal im Duden findet man das. Wärmesuppe, Spezialität von den Puderhöhen, hält dich auch im Winter warm. Okay. Sandwich-Sternchen, Sandwich in Vollkornbrot für gesundheitsbewusste Helden. Oh, unglaublich lecker, super. Duftender Teesternchen. Schon eine Nase des Dufts von diesem Tee entspannt kolossal. Oh, unglaublich. Er hatte recht. Gummi-Alien Sternchen. Das Abzeichen auf seiner Brust zeichnet ihn als Offizier aus. Okay. Überhaupt nicht seltsam. Röstschwänzerl Sternchen. Genuss mit gutem Gewissen. Echsenschwänze wachsen nach. Ah, das ist doch natürlich gut zu wissen. Ja, Freddy, natürlich schmeckt dir das. Röstschwänzerl. Leider ein wenig zäh, aber dafür genau auf den Punkt zubereitet. Oh, das macht satt. Okay. Radaugummi-Sternchen. Wie viele Radaugummis kriegst du gleichzeitig in den Mund? Scheinen sehr viele. Knochenkeks-Sternchen. Der Schädelkeks ist besonders toll. Vor allem die Schokoaugen. Oh, das sieht richtig lecker aus. Das im Real Life würde ich mal ausprobieren. Froschsaft-Sternchen. Trink nicht zu schnell trinken, sonst verursacht er leichtes Quaken. Ribbit. Du musst so einen Schluck aufmachen, so ein Ribbit. Ribbit. Schneemilch. Dir ist Schnee und eiskalt, dann trink eine schöne heiße Milch. Aus dem Körper von deinem Gegner. Geil. Pinguin-Snack isst sich am besten in einem Stück mit dem Kopf voran. What? What? Kaktus auf Sternchen verhindert Dehydrieren in der Wüste. Guten Durst. Alles klar. Und das letzte Golem-Steak Sternchen. Das ist doch mein Steak. Liegt sehr gut auf der Hand. Schön. Jetzt haben alle Essen bekommen, außer Bunny. Da fühle ich mich schlecht. Nimm das, Bunny. Nimm es. Ja, also, guck jetzt. Jetzt ist sie glücklich. Jetzt bin ich auch glücklich. Toll. Ja, kommen wir mal weiter. Ich glaube, Freddy ist schon genug gelevelt. Lass mal Jesus rein. Er redet ja gerade so viel. Er möchte unbedingt mitmachen. Er kennt Danny noch gar nicht. Also. Ja. So viel Zeit ist wieder verplempert. Aber naja.
Okay, es gibt hier drei Orte, wo wir hin müssen, aus irgendeinem Grund. Vielleicht sind ja direkt drei Edelsteine, was ich aber nicht glaube. Keine Ahnung. Wir gucken uns einfach mal an, was das... Ich hab nichts zu sagen. Ich hab da nichts zu sagen. Ich bin einfach nur enttäuscht, Spiel. Bin einfach nur enttäuscht. Schön. Gut gemacht, Verdonner. So habe ich dich groß erzogen. Oh, Level 19 für Maike. Die lernen wie gar nichts mehr, habe ich das Gefühl. Auf geht's, Leute. Wenn das ein Witz ist, ich lache nicht. Ich bin hier nicht am Lachen. Ich finde das überhaupt nicht komisch, ja? Das ist Folter hier. Das ist einfach Folter, dass sie mich zwingen, das Level 5 mal oder so zu spielen. Was soll man machen? Was man doch nicht alles für die 100% tut. Aber hey Leute, ihr müsst das Leiden nicht mitsehen. Ich stelle das ja extra für euch raus, damit ihr nicht sehen müsst. Also nicht die Langeweile sehen müsst, die ich dann immer habe. Ihr habt's gut. Mit der Macht des Schneidens. Viele Leute denken auch, dass ich bei Let's Play, sage ich mal, nicht schneide. Ich glaube, die Leute, die dieses Let's Play relativ aktiv schauen, die wissen, dass das nicht stimmt. Klar schneide ich nicht so viel wie andere Leute, aber ich mache so ein bisschen mehr klassisch. Öfters mal, nicht immer, aber öfters. Genau. Und Ziel. Einmal erreicht. Yay. Das wird lang dauern, das sehe ich jetzt schon. Juhu, jetzt kennt ihr euch endlich. Und juhu, ihr kennt euch jetzt ein bisschen mehr. Toll. Wollt ihr irgendwas? Kann ich euch irgendwas anbieten? Ein Gespenstertaler. Sieht sogar ziemlich cool aus, um ehrlich zu sein. Warum hat Jesus eigentlich kein Hut? Das sieht lustig aus. Hey, jetzt hat er hier einen Hut? Okay. Ah, das sieht ganz cool aus. So vor allem. Obwohl, weiß vielleicht besser. Ah, no. Ah, no. Wenn dann höchstens vielleicht der Hut so in Blau. Ich weiß nicht, ich lasse es erstmal so. Bin mir da jetzt nicht so ganz sicher. Ansonsten, ich kann da ganz schnell nachschauen bei Ausrüstung und dann bei Jesus, wie da nur der Hut aussehen würde. Kleidung. Nee, warte, Aussehen. Kopfbedeckung, so war das richtig. Fast wieder falsch gemacht. Oh, das ist zu weit. Hier. Das zum Beispiel in so einem... Ja, in so einem Blau. Hätte das was? Ich dachte erstmal, es wäre ziemlich cool, aber jetzt denke ich mir... Doch nicht. Die Farben sind nicht richtig. Hätte es eine Farbe gegeben, die ein bisschen da passen würde, ich glaube, hätte ich sogar benutzt. Na, egal. Miku, komm mal rein ins Team. Danny und Miku kennen sich beide auch noch nicht. So, bevor wir jetzt gucken, was dort ist, habe ich jetzt sehr viel Spaß. Yeah! Level 19 für Danny. La 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 la. Juhu. Das ist doch super toll, dass ihr euch wieder versteht. Ich glaube, die nächste Minute ungefähr wird nur daraus bestehen, dass ihr seht, wie sich hier alle besser verstehen. Der Rest. Hey, ich habe ein Level Up. Keine Ahnung, welches Level, aber hey, Level Up. Cool. Kiste. Geil. Level 19 für Jesus. Super. Ihr kennt euch noch besser als zuvor.
Bunny möchte nochmal mit Verdonna reden. Okay. Ja, Leveln ist ziemlich langweilig geworden, glaube ich, in diesem Spiel. Ah, cool. Zweimal auf einmal. Eine weitere Kiste. Mit Geld. Ich glaube tatsächlich, dass das jetzt hier... Ja, das Ende von diesem Level ist. Ah. Endlich. Oh, 1500 Leute gerettet. Juhu, cool. Jetzt können wir noch mehr und jetzt noch ruhiger. Und yay. Boah, das hat mich jetzt interessiert. Toll, dankeschön. Oh, Notfall. Young Mike ist wieder krank. Nein, er hat Freddy angesteckt. Der arme Frederik. Juhu, juhu. So, ihr macht hier Sport. So wie Dannys Outfit aussieht, kann ich mir das vorstellen. Die passen doch beide so gut zu Freunden. Haben beide so ein Outfit von Tieren oder sowas. Das ist lustig. Ja gut, Danny ist zwar jetzt keine Ente mehr. Ja, ich könnte Jesus jetzt einen Geist machen, aber... Ich fand die Farben von dem Geist jetzt nicht so gut. Also, ja. Bam, bam. Außerdem ist Danny jetzt keine Ente mehr, sondern so eine böse, starke Ente. So ein kleines Monster-Ente, ja. In meiner Kernin ist das so. Punkt aus Ende. So. Wollt ihr was haben? Peaks Mikro. Hier, hol ich dir. Bist du stärker. Das ist wie so ein Morgenstern. Natürlich nutzen wir nur die Werte. Wir wollen natürlich noch ein glitzerndes Disco-Kugeln-Mikro haben. Buntes Kleid. Boah, als wenn das nicht natürlich super aussieht, ja. Oh Gott, das ist weird. Oh Gott. Nee, sorry, aber das ist ein bisschen weird. So, was will ich denn haben hier? Ah, der handliche Stab. Nein, da kann ich in die Nase bohren. Oh, ich brauch den. Mist. Na gut, vielleicht beim nächsten Mal. Vielleicht beim nächsten Mal. So, wie sieht es mit den Leveln aus? Ja, passt. Gut, machen wir weiter. Was gibt es da unten? Und schaut euch das Level an, wie groß das war. Ja, schön Zeit verschwendet in meinem Leben. Na egal. Hä, vielleicht der Schatz hier drunter? Hä? Eine Banane? Oh. Hier bin ich wohl doch nicht richtig. Wow! Wo bin... Danke, Spiel. Super. Verschwende es doch mehr meiner Zeit. Danke. Ja, ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Also ich sehe schon, die nächsten 6 Folgen wird nur nach überhaupt den Eingang zum Himmelsturm suchen sein, finden. Ja. Wird das ein bisschen schwer? Das finde ich jetzt überhaupt nicht cool, um ehrlich zu sein. Erst haben wir 3 Quests gemacht, die richtig lange gingen, also wirklich lange. Dann haben wir es endlich in ein neues Gebiet geschafft, ins Himmelsresort oder was das war. Und dann, das war auch ziemlich kurz und dann, ja, jetzt nochmal die doppelte Anzahl an Quests machen. Muss das ein Spiel? Ich glaube nicht. Na gut, Spiel ist Boss. Und das Spiel sagt, besiegt nochmal 20.000 Gegner, bevor du weiterspielen kannst. Ja, okay, dann machen wir das. Dann machen wir das und dann geht es nicht anders. Ja, und dieses Level natürlich wieder weitere Wege. Was hätte ich auch anders erwarten sollen? Super, du hast geschlafen, du hast dich ausgeruht. Schön. Ist hier das Ziel? Nein, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wieder 2 Wege, oder? Yep. Habe ich mir doch gedacht. Na egal. So schlimm ist das jetzt hier nicht, das Level. Weil hier zum einen das Ende ist und zum anderen kann ich direkt im nächsten Run in diesem Level die anderen beiden Wege bekommen. Und das ist gut. Bob, yeah. Ich und Göffin umarmen uns ziemlich. Ja, hier kann man schon sehen. Kuscheln aneinander dran. Super. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Das ist ja doch was machen. Ja. Eine Kiste auf dem Weg. Ist eine Falle. Juhu, juhu. Toll.
Und wieder will sie mit Bunny reden. Alles klar. Bla bla bla. Toll. Schönes Buch. Oh, cool. Stippenbad im Stroh. Strohbad. Ha. Toll. Gut. Super. Wollt ihr was haben? Jetzt fängt Danny auch damit an, mit der Herzchenkluft. Ich werde ihm die nicht anziehen, aber die Sets sind gut. Ah, also. Das ist grün, okay. Ah, ne, also. Es passt überhaupt nicht, finde ich. Ich weiß nicht, also. Das, was er jetzt hat, ist sowieso viel besser. Also ist da gar keine Diskussion bei. Schwarzes Katana, das sieht cool aus. So, und nun lass uns schauen, ob wir hier richtig sind oder ob wir ganz standardtypisch nach oben geradeaus rein müssen. Wir werden es jetzt sehen. Was ist hier? Hä? Vielleicht wird es hier auch nicht sein. Und dann denkt sich Michael Jackson, ach so, es tut mir leid, es war doch in meiner Jackentasche. Und dann... Ich werde mit euch, genauso wird es ablaufen. Ich call es jetzt einfach. Das ist jetzt hier eine Prediction. Das wird passieren. Haut ab. Ihr seid Langweiler. Ja, die Kämpfe sind ziemlich langweilig. Einfach Vorspulbutton gedrückt halten, Spam und hey, Miku kriegt ein Level Up. Ja, und das passt. Das war's. That's the game. Da ist es wieder still. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Das ist so das Problem manchmal in diesem Let's Play. Es ist halt öfters mal das Gleiche, was man anschaut. Es ist immer sehr, sehr ähnliche Battles. Immer ziemlich ähnliche Level. Das ist ein großer Kritikpunkt, den ich am Spiel habe. Dass es sehr repetitive ist. Und wenn du dann nicht die Level mehrmals machst, zumindest ein paar Level mehrmals machst, nicht alle, aber zumindest ein paar, dann bist du auch nicht gut gelevelt. Ich meine, ja, jetzt hast du hier in der Switch-Version so viele Sachen, du kannst diesen Pfefferspray da nehmen und dann, nee, nicht Pfefferspray, was laber ich, diesen Salzstreuer, genau das war das. Nice, Level up für die Kids. Du kannst den Salzstreuer benutzen, bist du OP, kannst das Pferd aufleveln, bist du OP, also, ja, man kann jetzt ziemlich viel skippen hier in der Switch-Version tatsächlich. Weil ich weiß, dass es das Pferd nicht gab auf 3DS und ich weiß nicht, ob das mit dem Sandstreuer auch schon auf 3DS war, aber auf jeden Fall ist es ziemlich OP, würde ich auf jeden Fall anmerken. Ja, was hole ich jetzt? Supertaler. Nein, Herzchenpanzer. Warum wollt ihr alle Herzchen haben? Dein Swimsuit ist auch super. Nee, ich mag das hier irgendwie. Es passt ziemlich gut. Ja. Du. So, jetzt müssen ein paar Leute hier raus. Zack, zack. Zack, zack. Let's go. Oh, Bunny und Girlfriend kennen sich noch nicht so gut. Wundert mich ein bisschen. So, ist es hier? In der nächsten Folge finden wir es raus. Spaß, jetzt sofort. Jetzt sofort. Komm, zeig es uns. Ist es da drin? Hä? Du hast das Mondjuwel gefunden. Ah, da ist was. Yay. Aber der dunklere Fürst befindet sich im Himmelsturm, richtig? Und dies ist also eines der Juwelen, mit denen man den Toreingang öffnet. Schauen wir doch mal, ob wir die anderen nicht auch noch finden. Dann können wir den Himmelsturm erklimmen. Ich habe keine Ahnung, was ich da mache. und dann erteilen wir dem dunklen Fürsten natürlich eine große Lektion, die sich gewaschen hat. Wenn wir ihn besiegen, wird sicherlich auch der große Weise befreit. Halte durch, Iwata, wir sind auf dem Weg. Boah, habe ich eine krasse Rede gehalten. Alarm geklatscht. Oh, Notfall. Igitt ist krank. Nicht gut. Uwe. Da heulen alle. Nicht gut.
genauso nicht gut, dass ihr noch nicht geliked habt und noch nicht abonniert habt. Wie könnt ihr nur? Hoffentlich holt ihr das noch nach. Die Runenrobe hole ich mir mal, weil die sieht echt sick aus. Sowas feiere ich. Sowas ist richtig cool. Yo, will ich das... Ah, vielleicht will ich das sogar anziehen, um ehrlich zu sein. Das sieht richtig cool aus. I don't know. Das sieht so richtig Endgame aus. Da will ich eigentlich das hier anbehalten. Aber das andere sah auch richtig cool aus. So, richtig cool wäre auch, wenn ihr abonnieren und... Ach, ihr wisst Bescheid. Ciao.